Ja, hi Leute, ein neuer Vlog steht an. Ihr seht es im Hintergrund, bei welcher Firma ich mich befinde. Genau, es ist Pyroland in Westerwesete. Da wurde ich von dem Chef eingeladen. Und ja, wir machen jetzt einen kleinen Rundgang übers Gelände. Mir werden die Bunker gezeigt. Später zeige ich euch auch noch ein paar Produkte. Ja, wie ihr seht, sitze ich jetzt im Auto. Wir sind unterwegs zu einem der insgesamt 40 Pyroland-Bunker. Und ja, da werde ich euch wahrscheinlich mal ein paar Produkte zeigen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Hier ist noch jemand im Auto, den zeige ich euch jetzt. Das ist der Howard. Na, Howard? Ein ganz süßer. Hm, Howard? Wie ihr seht, habe ich auch schon die passende Kleidung an, die Warnweste, dass man mich auch ja nicht übersieht. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bunker an. Wie ihr seht, sind wir jetzt im Lager angekommen. Hier sind verschiedenste Böllerlagern hier, vom China-Knaller bis hin zum Super-Böller 2. Verschiedenste Marken natürlich, auch hinter mir zum Beispiel die Pyroland-Eigenmarke Böller. Deinen Namen habe ich ja schon mal vorgestellt als YouTube-Video. Gehen wir mal zum nächsten Gang. Schaut mal hier, was ich hier habe. Hier habe ich die Pyroland-Eigenmarken Battle Smoke, gibt es ja Power Split. Und Battle Smoke, richtig schöne Rauchfontänen von Pyroland. Hier haben wir dann zum Beispiel auch noch Eis, sozusagen Eisfontänen, Einhornglitzer, Blau, Silber oder zum Beispiel Elfenfeuer, also die verschiedensten Arten von Feuerwerkskörpern. Hier zum Beispiel sind wir gerade auch in der Rauchecke. Da zeige ich euch, hier haben wir zum Beispiel noch solche kleinen Pyro-Rauchbälle oder auch den Gigasmoke. Hier unten lagern dann die Bengaltöpfe, Bengalo Grande zum Beispiel. Oder auch ganz bekannt sind diese Breslauer Feuer. Die hat ja Pyroland in verschiedenen Farben. Die habe ich zum Beispiel rot. Hier lagert die Farbe grün, gelb, silber und ja, blau gibt zum Beispiel. Und grün natürlich auch noch. So, im nächsten Gang angekommen. Hier haben wir wieder Knallartikel. Zum Beispiel eine Knallkette Centipede. Oder auch hier unten lagern verschiedene Böller, Cobra 3R oder auch die Cobra 6. Ja, im nächsten Gang wieder angekommen und jetzt habe ich was Besonderes für euch. Ihr kennt ja hier diese Leslie Mosquitos. Dieses Jahr gibt es eine andere Neuheit und zwar von der Firma Pyroland. Das sind die sogenannten Schreckschrauben. Und ihr seht schon, hier ist die Verpackung, wirklich sehr, sehr schönes Design auch. Aber ihr merkt diesen Größenunterschied. Das sind diese Moskitos, 6 Stück in einer Packung und einzelne Schreckschraube ist wirklich, also ist wirklich riesig. Ein Riesenspaß, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Wir sind hier zwar in einem Pyrolager, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es hier auch was zu essen gibt. Schaut mal, hier haben wir zum Beispiel Kartoffelsalat. Das sind kleine Vulkane, Kartoffelsalat und nicht nur Kartoffelsalat, sondern auch Flammkuchen, aufsteigende Wirbel, richtig crazy. Leute, wisst ihr schon, hier gibt es auch Knallkraut. Schaut mal hier, Knallkraut. Das sieht so aus, wie so kleine Tütchen zum Rauchen. Angekommen jetzt hier im nächsten Regal, hier lagern die Pyroland Eigenmarken, also die Batterien von Pyroland. Wie zum Beispiel haben wir hier die Batterie Herz und Himmel. Das ist eine
Feuerwerksbatterie im Kaliber 20 mm mit silbernen Feuertöpfen und wunderschönen roten Grossettsternen. Das ist halt nur ein Beispiel. Pyroland hat natürlich auch viele weitere Eigenmarken, wie zum Beispiel die Primacy Effect, die Ken Tava. Dann gibt es zum Beispiel noch die Nudia, die hat als besonderes einen Wirbelaufstieg und dann mit schön lautem Zerleger und buntem Bouquet. Ja, was gibt's denn noch? Was könnte ich euch noch zeigen? Ja, hier die Zyva. Das ist eine Neuheit aus diesem Jahr. Das sind Palmwedel in Gold mit Titanschweif und tiefblauen Sternen. Auch eine Neuheit ist zum Beispiel die Fallout. Da komme ich jetzt leider nicht dran. Und als Highlight, das war glaube ich letztes Jahr, oder? Also als Highlight vom letzten Jahr, das ist die Butterfly Blues. Das ist eine Art Feuertopfbatterie mit riesiger Ausbreitung. Auch wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und schaut mal hier, was ich hier noch im Pyroland-Lager gefunden habe. Die Proud and Loud. Grüße gehen raus an den Ballonmensch. Fireworks and Balloons. Das ist seine Batterie. Jetzt bin ich schon im letzten Regal hier ganz hinten angelangt. Und zwar lagern hier die Raketen. Also Pyroland hat auch von anderen Marken wie Weco, Nico, Panda Raketensortimente. Aber ich möchte euch natürlich auch die Eigenmarken präsentieren. Also die Pyroland Eigenmarken, also die Raketen. Zum Beispiel letztes Jahr kennt ihr ja die Raketen Kaltstart. Dieses Jahr als Neuheit gibt es folgendes Sortiment. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind die Dreamstalker. Ganz charakteristisch dafür ist einfach der große Silberschweif beim Aufstieg und dann ein schön lautes Bouquet. Hier sind nochmal die Raketen. Ich hoffe, ihr könnt es wieder sehen. Durch den Weitwinkel ist das nicht immer so einfach. Aber ja, das sind die Raketen Dreamstalkers. Wirklich sehr, sehr schöne Raketen. Eine Neuheit aus diesem Jahr von Pyroland. Jetzt hier im nächsten Lager angekommen. Und zwar ist das so ein sogenanntes Nachfülllager. Ihr seht hinter mir, das sind halt noch zu, also verschlossene Kartons. Und dann wird, wenn man halt also Nachschub braucht, wenn die Artikel ausgehen, geht man also hier hin, packt die Produkte, sucht die jeweiligen Produkte raus, packt sie aus und bringt sie wieder ins nächste Lager sozusagen. Zur Größe, also das ist so 200 Quadratmeter ist dieses Lager groß. Auch die anderen Lager sind in ähnlicher Größe. Ja Leute, wie ihr seht, habe ich jetzt keine Sicherheitsweste mehr an. Ich bin also außerhalb des Geländes, außerhalb des Gefahrenbereiches. Ja, die Bunkertour ist quasi zu Ende. Es war wirklich ein sehr, sehr erlebnisreicher Tag. Ich habe wirklich viel gesehen und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Ja, ich bin einfach nur mega happy, aber auch sehr, sehr kaputt, denn die Anfahrt war ungefähr 500 Kilometer. Nachher fahre ich jetzt halt noch zurück zum Hotel, werde noch ein bisschen was essen und was trinken und dann werde ich morgen die lange Heimreise von 5 bis 5,5 Stunden wieder antreten und ich hoffe einfach, dass ich euch mal einen kleinen Einblick geben konnte hier bei Pyroland in Westerwesete. Ja, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und ja, schaut doch einfach mal in dem Shop von Pyroland vorbei. Ja, und damit möchte ich mich einfach jetzt verabschieden. Es kann sein, dass ich noch ein, zwei Sachen zum Abschluss hier in diesen Vlog packe, mit reinschneide. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau.
Verdammt geil. Ist nicht unglaublich.